Hallo Leute, willkommen zu einem kleinen Nebenprojekt. Ich habe euch ja schon gesagt, dass ich mit Retros langsam anfange und ja, hier ist ein relativ kleines Projekt von mir. Es ist eins meiner Lieblings-Gameboy-Spiele. Kirby's Dream Land. Und ich habe schon seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Ich glaube, ich habe es damals sogar mindestens 10 oder 20 Mal durchgespielt. Ja, und mich erst wieder ein bisschen an die Steuerung natürlich reinarbeiten. Das heißt, es ist ja nicht groß kompliziert, es gibt eigentlich nur A und B auf dem Gameboy, wie ihr wisst. Hoch ist Fliegen. Das ist Einsaugen. Die brauche ich jetzt nicht. Und wir fliegen weg mit dem Stern. Ihr seht schon, wie einfach dieser Boss zu schlagen ist. Einfach bloß seine Bomben zurückfeuern, das war's schon. Zack, du bist auch weg. Oh, ein großes Schweinchen. Was haben die Goombas hier zu suchen? Lol. Was haben wir hier? Oh, ein übergroßer Kaktus. So, Schweinchen weg. Einfach mal rausgeflogen. Ups, der hat mich jetzt einfach mal getroffen. Und wir sind auch schon beim Boss angekommen. Mit dem übergroßen Baum. Irgendwie verwechsel ich immer die Springen mit der Feuern-Taste. Ich habe es wie gesagt schon lange nicht mehr gespielt, muss ich mir jetzt nicht dran gewöhnen. So, die hätten wir schon mal. Hoppins Castle, lol. Und Kirby kann nicht singen, er hat die ganzen Feinde verscheucht. Tja, wie gesagt, ich habe es ein bisschen lang nicht mehr gespielt, muss mich erstmal wieder an die Störung gewöhnen.
dem Gameboy war das irgendwie ein bisschen einfacher. Aber egal. Und bam! Einfach. So, was haben wir hier? Nix. Oh, das kommt mir auch von Kaizo Mario bekannt vor. Ich habe ja das Spiel schon mal gesehen. Diese Geisterringe. Eigentlich allgemein von Mario ist mir das bekannt. Ach so, das war das. Bam, bam, bam. Ja, die Dinger dürften euch auch bekannt sein. Sieht man bei Zelda ab und zu mal, wenn wir eine Energie bekommen. Hm. Das war die falsche Tür. Das war die richtige Tür. Und da sind die Bosse auch schon von der zweiten Welt. So. Und so. Ah, schon wieder zu spät. Du bist schon mal weg. Ja, bleibt nur noch einer übrig. Der ist auch gleich Geschichte. So, zweite Stage fertig. Auf zur dritten Stage. Echt praktisch, dass man die meisten Stages überfliegen kann. Und aufgesaugt. Drüber geflogen. Edgeberg kriegt mich nicht. Ihr seid auch weg. Ich muss echt mal sagen, das Spiel ist wirklich sehr, sehr einfach. Und das fand ich damals auf dem Gameboy schon. Weil ihr seht's ja selber, wie leicht das hier alles ist. Geh ich jetzt noch nicht rein. Mal gucken, was hier unten ist. Wo? Oh.
knapp. Und wir kennen dann das Schiff. Whoops. Und auf zum Himmel. Das ist auch geil jetzt. Schon der Boss. Und der ist... Nee, ich bin gerade Geschichte. Naja, auch nicht so schlimm. Dafür ist Erzgeschichte. Und schon ist er kaputt. Stage 4, Bubbly Clouds. Hier kommt jetzt schon ein leicht kniffliger Boss. Nämlich die große Wolke. Euch weiß ich noch, euch darf ich jetzt nicht aufsaugen, sonst... Ja, folgt ihr mir entweder oder explodiert. Aufgesaugt, aufgesaugt. Ja, genau das passiert, wenn wir versuchen, die aufzusaugen. Puh, knapp. So, du komisches Ding. Auch weg, tschüss. Hier war, genau hier war eine geheime Tür versteckt. Na, ansonsten war ja nicht viel. Und wir sind schon beim Endgegner. Auch du bist noch ziemlich einfach, auch wenn du bloß ein Vorboss bist. Und schon bist du weg.
und Feuer. Da ist Energy, aber die brauche ich jetzt nicht. Jetzt müsste doch gleich schon der Boss kommen. Ja, da kommt er auch schon. Oder auch nicht. Richtig, hier drin war. So, gleiches Spiel nochmal, auch wenn er jetzt das macht. Ihr seht, das ist wirklich People einfach. Jetzt lässt er gleich wieder sein komisches Teil rausfallen. Aus seinem Auge. Und komm, noch einmal treffen. Das war's. Und das ist schon die Endstage. Mr. Didi. So, ihr seht schon, jetzt müssen wir die ganzen Typen normal machen, also wie bei Mega Man halt. Bloß ein kleines bisschen anders. Oh, noch ein Kirby. So, machen wir dich nochmal fertig. Jo, ihr seht, ich kann dieses Spiel immer noch ganz gut. Hat sich also kaum was verändert. So, jetzt euch. Flieg, Kirby, flieg! Zack! Zack! Ah, schade, zu spät. Macht nichts, macht nichts, macht nichts. So, und jetzt du, zack. Einer ist schon mal weg. Fehlt bloß noch der andere. Bam.
So, jetzt machen wir mal ihn, aber ich guck noch mal kurz was nach. Ich mache hier mal einen Quicksave zur Sicherheit. Ich habe zwar noch genug Leben, aber ist jetzt nur zur Sicherheit gedacht. Okay. Einfach nur gleiten lassen und aufpassen, dass wir nicht getroffen werden. Zack. 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 Und kommen noch zwei Treffer. Ah, diese blöde Attacke von ihm. Gut, zwei Punkte haben wir noch. Das heißt, jetzt fehlt nur noch ihr hier. Ist ein bisschen Energie wäre nicht schlecht. Okay, bleibt noch ihr hier übrig. Aber du warst ja nicht ganz so schwer. Ja, eigentlich warst du piss einfach. Bums. 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 So, Mr. D fehlt jetzt noch. Ja, wie ging der? Ich muss den Stern einsaugen, um ihn treffen zu können. Ja, ihr seht, die Stacheln bedeuten Instant Kill. Ah, jetzt weiß ich's wieder, wenn er seine Stampfattacke macht, dann muss ich den Stern einsammeln, den er dadurch fallen lässt. Los, mach deine Stampfattacke. Stampfattacke. Das war zu spät. Du sagst uns nicht auf. Und da ist der erste Treffer. Nein! Gamepad-Steuerung.
Auf dem Gameboy war es damals einfacher, das zu steuern. Jetzt habe ich mich schon ein paar Mal getroffen. So, ein paar Mal muss ich ihn noch treffen. Bam! Ist weg. Was ich noch sagen muss, ja, das Spiel ist relativ kurz, wie ihr seht, ja, das ist jetzt quasi schon das der Endkampf. Nein! Es ist kein längeres Spiel wie Castlevania oder so, oder Mario. Es ist ein Spiel, das man quasi ja innerhalb von einer halben Stunde hat man das durch. Deswegen war auch gerade das mein erstes Retro-Projekt. Ich habe es als Kind nämlich sehr gerne gespielt, wenn wir mal unterwegs gewesen sind oder so. Es ist ein prima Zeitvertreib. Und komm, feiner Schlag. Finaler Schlag. Tschüss! Du bist weg. Tja, das war's schon, Leute. Damit haben wir alle Sterne durch. Und sein Riesenschloss fliegt in den Himmel. Mit seinen ganzen Essensresten. Tja, Leute, das war Kirby's Dream Land, ein relativ kurzes Retro-Projekt. Ich muss sagen, das war schon ein Run, so einfach wie das Spiel ist. Jo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich lasse die Credits jetzt so ein bisschen laufen. Muss zum Spiel auch sagen, auch der Soundtrack gefällt mir ziemlich gut. Ist noch richtig alte 16-Bit-Mucke. Und ich würde sagen, ja, wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Wacky Lion. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und ja, ich lasse jetzt einfach mal die Credits zu Ende laufen, ne?